they're just wonderful people. You want to spend time with them. I think it's very, very friendly, and it's made up of people from all over the world, all united by a software product. Dass alle sich helfen und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du auf alle zugehen. In jedem Fall die Freundlichkeit. Du kannst auf jede Frage eine Antwort bekommen, dir wird sofort geholfen. There's never any time that you can go, no, we can't do that with Umbraco. You can always do it with Umbraco. And that's what makes Umbraco the weapon of choice. Weil man wirklich für den Kunden das sehr genau zuschneiden kann. The software can do anything that I need it to do and the clients love using it. Weil es einen Framework-Charakter hat. Und dieser Framework-Charakter macht es extrem flexibel. Für mich als Chef der Firma gefällt es sehr, sehr gut, weil wir eigentlich nie Support-Aufwände haben. Umbraco is a very serious project, but we don't take ourselves too seriously. Yeah, the software is great, the people make it better. It's really great to get out of the office and actually get to meet the people that are using the software. Ich bin gerne hier, weil die Community einfach passt. Das Festival ist überschaubar, aber trotzdem sind alle da, das ganze Who is Who. Man kann wirklich ganz entspannt sich mit den Leuten einfach mal hinsetzen. Ich würde das wirklich gerne wieder erleben, weil man hat da nicht nur einen technischen Input, sondern auch etwas mehr noch Kontakt mit der Community. If you want to learn about Umbraco, go to a festival. That's the best place to learn it. Because they need to learn, so everybody needs to learn more about how to produce better solutions. The keynote was very good. There's a lot of new exciting features in Umbraco 7.6. Sehr schönes Wetter in einer spannenden Stadt, sehr gut organisiert. The vibe is really nice, the weather is nice, the view is fantastic. Heute haben wir jede Menge fantastischer, tech-orientierter Sessions erlebt, wo wirklich Umbraco-Entwickler die neuesten Tricks und Hacks zu Umbraco erfahren konnten. Wir haben direkt von Umbraco die neuesten Informationen direkt aus Dänemark bekommen. Aber wir hatten hier auch ganz spannende Vorträge über die weitere Zukunft von Content Management insgesamt, um also auch ein bisschen weiteren Ausblick zu haben. Und ich glaube, hier konnte jeder sehr wertvolle Einsichten mitnehmen.